nicht so viel bei diesen Windedel-Quellen suchen. Ja, ist Nordwest jetzt nach da hinten oder ist Nordwest jetzt nach da oben und dahin? Nee, das wäre aber nur Norden, ne? Okay, Norden klingt gut. Und wieder zu einer Hochzeit eingeladen. Ich bin ständig irgendwo eingeladen. Okay, wir müssen nach Norden. Frage ist, wie weit nach Norden? Ja, nein, doch. Vielleicht. Nicht mehr. Ja, du hast. Ach, lass mich doch. Ihr habt sie doch nicht mehr alle. Ah! Ich stecke fest. Komm hier nicht mehr weg. Das ist gemein. So. Nein. Hallo Luna. Ich sitze auf meinem goldenen Rutz. Dem Ross der Vernichtung. Warum tue ich mir das jetzt an? Ja, natürlich! Ich komme immer nur in die Dinge rein, die ich noch nicht kenne. Hätte es nicht der erste oder der zweite sein können? Nein! Wo komme ich rein? Ich komme im dritten rein. Mano, warum? Ich habe gesagt, Alexander hasst mich. Ich habe es gesagt. Das Ding hasst mich einfach nur. Sierra, ich hab Hallo gesagt. Ah, oh, yes. Richtig. Oh. Richtig auf extrem. Ich freue mich auch so mega drauf. Ich kann es gar nicht mehr abwarten, Alexander auf extrem zu machen. Juhu, geil! Ich bin jetzt schon wieder mega prächtig überfordert. Ich tue so, als wüsste ich hier, was ich zu tun habe. Dabei weiß ich nicht, was ich zu tun habe. Ich habe eigentlich gar keine Ahnung, was ich tue. Was für Party? Warum tue ich mir das hier gerade noch mal an? Autsch. Das Schlimmste ist, wenn ich mir die Szene jetzt angucke, sind alle anderen schon fertig, während ich immer noch dabei bin, diese Szene zu gucken. Das ist der Grund, weshalb ich eigentlich 1 und 2 haben wollte. Ja, hi. Sind natürlich viele Fans. Das klappt aber noch erreichbar. Schon einen neuen Anime an. Welchen? Ich
Stimmt, das könnte ich morgen auch mal machen. Wenn ich FF zocke, kann ich nebenbei wieder ein Anime gucken. Ja, da frage ich mich, warum ich nicht einfach mit meinem Faden reingegangen bin. Okay, das kenne ich tatsächlich überhaupt nicht. Das sagt mir gar nichts. Wo gibt's den denn? Läuft auf Netflix oder? Da könnte ich mal nachgucken. Die Musik ist geil. Ist noch auf Netflix, wurde mir empfohlen. Ah, sehr cool. Das Geilste, mir wird auf Netflix zurzeit nur noch irgendwelche Dokumentationen empfohlen. Wo ich mir was denke, ich habe auf Netflix noch nicht eine einzige Dokumentation gesehen. Was wollt ihr mir damit jetzt sagen? Oh Gott, wir haben 3 Uhr durch. Ich glaube, Dera wird doch recht haben mit 4 Uhr. Ich habe noch gesagt, 4 Uhr wird es auf gar keinen Fall. Dann bekomme ich jetzt was. Ach ja, der hat es vergessen gemacht. Ich lerne doch noch. Ich lerne doch. Ich muss mich doch erstmal unter Eis finden. Bei den Tanzpartner habe ich zum Beispiel nie kapiert. Das ist ein Dancer-Training. Ja komm, so schlecht bin ich aber nicht. So schlecht bin ich doch gar nicht. Hast du bist nicht gestoppt. Ja, das ist ein Wunder, ne? Ja, das ist ein Wunder, dass ich nicht gestorben bin. Das ist so schön. Ey, komm, die ersten 2 Dinger waren echt scheiße. Wie gesagt, da war ich da hinten. Die anderen waren da vorne und, ja. Ich bin nur noch hin und her gelaufen, beziehungsweise habe ich verlaufen. Und frag mich nicht, wie ich auf einem geradlinigen Weg mich verlaufen kann. Ich habe es geschafft. Die sind alle Alex Ritz einfach. Ja. Ja. Schlimmste ist, ich krieg gerade Hunger. Sie ist aber wirklich weg. Ja, ja, Luna. Das sagen sie alle. Wie Spaß auf jeden Fall beim Anime schauen. Mal sehen, ob ich mir gleich überhaupt noch was angucke. Nur ob ich einfach nur in die Kiste falle. Das Schlimmste ist, ich muss zumindest
oben, ich schätze mal 7 Uhr, kurz aufstehen und meinen Freund verarzten. Ich hoffe, dass er mich wach kriegt. Oh, diese Katze. Oh Gott, ist die süß. Ich glaube, die habe ich selber. Das ist aber so eine ähnliche. Diese komische Getigerte da. Die habe ich, glaube ich. Das finde ich cool. Ich habe diese Rasse noch nie, oder das Volk noch nie gespielt, ne? Fällt mir mal so auf. Vielleicht irgendwann einmal in einer weit entfernten Zukunft. Während ich das vielleicht mal nachholen. So, alle anderen sind seit Jahren draußen. Ach, jetzt hocke ich hier hinten. Nur ich nicht. Kann ich gleich neu annehmen. Warte mal, eins kann ich machen, wo wir jetzt gerade schon mal hier sind. Kann ich einmal kurz was nachschauen? Ich müsste, glaube ich, auch genug Steine. Ja. Sollte ich eigentlich. Bietet sich ja halt gerade an, wenn wir hinten sind. Hier. Abbrechen. Gut. Hier bei einer Unfug getrieben. Also hier war ja nichts. Ja, sehen zumindest cool aus, die Dinger. Lass ich gelten. Lass ich gelten. So. Da muss ich hin. So. Dann machen wir zumindest auf jeden Fall, genau. Auf jeden Fall noch die eine Quest.
denn mal gucken. Ob ich da noch eine mache? Ob ich dann richtig Bett verschwinde? Wir schauen einfach mal. Wir haben morgen nicht den ganzen Tag verschlafen. Rein mit uns. Ach, der schon wieder. Nein! Die Niederlage von Kartenova, eine ganz schöne Pleite. Das ist ein Pflasterkleber. Es hat mich einiges an Überzeugungsarbeit gekostet, um das Kommando zu behalten. Aber jetzt ist alles vergessen. Mit dieser Feuerkraft, frisch aus den garleischen Waffenschmieden, hält mich nichts mehr auf. Nichts und niemand. Oh mein Gott. Und die Leute drumherum denken, sie wissen nur so, du Volltrottel. Was, du? Du bist doch die von der Karte Noah Halde. Endlich habe ich eine Chance, mich zu rächen. Versuch das mal. Jetzt seid ihr dran, ihr Würmer. Ich mache euch fertig zum Angriff. Okay, und dann kommen die anderen wieder. Jetzt seid ihr dran. Ich hätte jetzt auch gerne noch mal so eine große Magitech-Maschine. Wie beim letzten Mal. Super. Okay.
Ach komm schon. Das Ding will mich ärgern. Mehr. Ich sehe nicht mehr. Nee, das Spiel findet verloren, der Boden nicht. Der Kampf, der sich 30.000 Jahre lang hinzieht. Mit dem dauert immer noch länger. Das, ja, war cool. Ich kann mich auch ein bisschen aufzuweichen. So. Pass auf, und gleich erholt er sich. Nein, der läuft. Dritter will echt weglaufen. Ja, mit dieser Pflaster an der Wange, ey.
aber eben er hockt da ja schon nur. Nur noch rund. Ist völlig fertig mit der mit den Nerven. Ich glaube, Führungsposition ist nicht für den Kraftpotz da. Oh Gott. Genos Baka? Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Wahrscheinlich nicht, aber vielen lieben Dank für dein Follow und herzlich willkommen hier. Mach's dir bequem. Verdammt, mein schönes Hallo, das ist, oh Gott sei Dank. Ich hoffe, es geht dir gut. Gesagt, vielen, vielen das Dank. Werde ich nicht vergessen. Wartet nur ab. Beim nächsten Mal mache ich euch fertig. Das schwöre ich euch. Ich glaube, beim nächsten Mal hast du drei Pflaster in dem Gesicht. Der Galear flieht. Der Sieg ist unser. Es lebe Alamigo. Ja. So, wo ist denn die Siegesparty? Siegesparty? Ja, gut, bis auf dass es länger lief, hat es ja ganz, ganz passabel geklappt. Ich meine, wir sind wenigstens nicht gestorben. Ich glaube, heute gab es nur drei Tode. Welcher Server? Wir spielen auf Shiva. Kehren wir zum Gastumzug auch bitte. Nee. Hier draußen ist so viel schöner. Nur plätschert so still vor sich hin. Wollen plätschert still, genau. Nein? Ja. Jo, was wollten wir denn hier? Das wollten wir. Oh, wir sind so kurz vom Level ab. Anderen beiden wird den nicht gebrauchen dann. Ja, mal gucken. Jetzt teleportieren wir uns einmal hin. Geht es gerade schneller. Die Wind-Ether-Quellensuche, die werde ich dann morgen wahrscheinlich machen. Damit werde ich euch nicht weiter foltern. Weil die geht mir selber gehörig auf Keks. Hallöchen.
Ja, wir kämpfen immer gut und tüchtig. Irgendwie fasziniert mich diese Statue. Wie das Wasser da so runterplätschert. Ich könnte mir das so als richtig geilen, idealen Urlaubsort vorstellen. Gut, es ist zwar ein bisschen blöd, wenn man pinkeln muss, aber... Ja gut, darüber kann man hinwegsehen. Ne, wir nehmen das hier. Ich würde ja gerne mal was für meinen Dadsack kriegen, aber naja. Wow. Wow, ne? Ich komme immer noch nicht auf. Ist nicht klar. Irgendwie, das passt nicht. Ich bin so an Ida gewöhnt und nicht an Lisa. Lisa? Wie auch immer. Ich kann mich da nicht so ganz mit anfreunden. Wo ich sie immer noch sehr gerne habe, aber irgendwie... Hm. So dürfen wir irgendwie in Friede hauen, ja? Ja. So, wo gleich lernen wir von der Inni. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Wie kann er sich mit so einer schweren Rüstung eigentlich fortbewegen? Die muss doch einige Kilos wiegen. Ich glaube, ich habe ein einziges Mal in meinem Leben so ein richtig, also wirklich ein richtiges Schwert gehalten, was halt so selbst gemietet wurde. Auf dem Mittelaltermarkt damals. Das habe ich nicht mal hochgekriegt. Kriegte ich nicht mal im Vorschlaghammer hoch. Wie bricht der die Rüstung? Die eoseischen Truppen haben den Belzerwall eingenommen und verwickeln unsere vorrückenden Regimenter zunehmend in Scharmützel. Ein Spähtrupp, der mit einem unserer neuen Frontbrecher ausgerüstet war, ist auf eine feindliche Einheit gestoßen. Es kam zu einem heftigen Gefecht, in dessen Verlauf wir eine empfindliche Niederlage erlitten. Eine Niederlage? Was ist geschehen? Eure Exzellenz, der Spähtrupp stand unter der Führung einer meiner Untergebenen, ein Mann, dem ich voll vertraue. Er überlebte das Scharmützel und berichtete, dass der Trupp am Ostend Mischwald unerwartet aus dem Hinterhalt angegriffen wurde. Ein unglücklicher Umstand, der nicht zu vermeiden war. Der Arme hat überlebt. Hatte er denn keine Gelegenheit, bis zum Tod zu kämpfen? Hoffentlich gelingt es seiner Familie, mit dieser Schande zu leben.
Ich möchte nicht nachtragend wirken, aber diese Niederlage muss personelle Konsequenzen haben. Sehr wohl. Ich werde den Soldaten degradieren und strafversetzen. In der 12. Legion, Eurer Exzellenz, ist kein Platz für Schwächlinge. Tja. Ich ging wohl einfach nach hinten los, ne? Wie recht du doch hast. Für Schwächlinge ist kein Platz. Eure Exzellenz? Oh. Da ist wohl jemand mit dem falschen Fuß aufgestanden. Hast du diesen Angriff auch nicht erwartet? Was für ein unglücklicher Umstand, der nicht zu vermeiden war. Die Erseischen Wilden haben einen unbekannten Primae beschworen und den Belzabal eingenommen. Und warum ist es dazu gekommen? Weil mein Vater, Kaiser Varys, mir nicht gestatten will, selbst in Eorzea für Ordnung zu sorgen. Ja. Wenn der Jäger nicht zur Beute kann, muss die Beute eben zum Jäger kommen. Deswegen habe ich dieser erbärmlichen Allianz den Weg nach Gyr Abania geöffnet. Natürlich. Nur, was für eine langweilige Jagd, wenn die Beute so schwach und hilflos ist. Man muss ihr Raum zur Flucht lassen, ihr Hoffnung machen. Nur entwischen lassen darf man sie nicht. So still? Hat denn keiner meiner eifrigen Jagdhunde einen Vorschlag zu machen, wie man die Wilden aus Eorzea am vergnüglichsten hetzen könnte? Nee, mir brauchst du einen Spinner auf den Hals setzen, dann renne ich ganz schnell weg. Ich habe einen Vorschlag. Wer hat dir erlaubt zu sprechen, Megithin? Dir wird die Ehre zuteil, für den Kaiser sterben zu dürfen, aber das heißt nicht, dass du hier deinen vulgären Mund aufreißen darfst. Eine Wilde möchte also die Ehren jagen? Ausgezeichnet. Also, sprich. Vielen Dank, Eure Exzellenz. Also, ich würde Folgendes tun. Für einen kurzen Moment dachte ich, der schneidet hier jetzt noch die Kehle durch. Gehen wir diese Quest noch einmal ab. Juhu. Ja, alles was ich wollte. Noch einmal aufsteigen. So. So schwer es mir auch fällt. Ja, dafür wollte ich Schluss machen müssen. Es ist ja schon wieder, ne, 2 Stunden länger, als ich eigentlich wollte. Mal wieder. Gut, wie immer. Ich glaube, das ist mittlerweile Standard. Was anderes geht schon gar nicht mehr. So. Der nächstes Stream, ich denke mal auch, dass wir da FF14 weitermachen, wird am Sonntag sein. Da weiß ich noch nicht, wann ich genau anfange. Ich denke mal ganz früh, sodass wir Fallout weitermachen. Dann gibt es ein paar Gruppengames und dann wahrscheinlich FF14. Sofern ihr Lust und Laune drauf habt.
Könnt ihr gerne vorbeischauen. So, irgendwie da. Irgendwie wird das hier gerade alles nicht. Also, dann bedanke ich mich auf jeden Fall recht herzlich für den mega geilen Stream heute. Also der Standardsonntag wieder. Ja, der Standardsonntag. Also, ja, eigentlich immer wieder sonntags, ne? Und ja, wie gesagt, vielen, vielen lieben Dank. Ich wünsche euch ein tolles Wochenende, eine tolle Nacht. Und ja, danke für euren Support, für die neuen Leute, die heute reingeschaut haben, für die Subs, für die Bits und ja. Und dir, Hybrid, auch nochmal danke, dass du mitgemacht hast. Und ja, dann eine gute Nacht an alle. Und hoffentlich bis Sonntag. Also, gute Nacht.